Guten Morgen aus Ho Chi Minh Stadt, Vietnam. Wir sind gestern gegen 17 Uhr hier angekommen, waren dann ziemlich kaputt. Wir sind früh schlafen gegangen. Ich glaube, ich habe schon um 8:30 oder so geschlafen, weil wir jetzt auch wieder 4 Stunden Zeitverschiebung haben. Jetzt ist es, guck mal nach, 9:30. Wir sind aber bestimmt schon seit 5:30 oder so wach. Und jetzt werden wir uns mal fertig machen, unsere 7 Sachen packen und mal ein bisschen die Stadt erkunden. Philipp hat eine kleine Route ausgearbeitet, die wir jetzt zu Fuß ablaufen wollen. Es ist wieder sehr, sehr warm draußen. Wir laufen mal los. Und als wir gestern kurz vor der Tür waren, war es schon wieder krass mit den ganzen Rollern und man eigentlich die ganze Zeit Angst hat, überfahren zu werden, weil die auch über die Bürgersteige fahren und man weiß gar nicht, wo man jetzt eigentlich laufen kann. Gefahrlos. Ja, wir gucken mal, wie das jetzt heute so aussieht und ja, machen mal wieder einen kleinen Sightseeing-Tag. Ach ja, und von unserer Anreise hier nach Vietnam gibt es kein Videomaterial, weil es war zu früh morgens, als wir los mussten. Ich hatte noch gar keinen Bock, irgendwas in die Kamera zu sagen. Dann war es auch echt super unspektakulär. Also wir haben bestimmt 1,5 Stunden am Check-in angestanden, weil das ist kurios. Die Leute, die von Australien wieder zurück nach Vietnam fliegen, hatten alle riesige Pakete dabei. Ich weiß nicht, was die gekauft haben in Australien, was sie wieder mit nach Vietnam nehmen wollen, was es hier nicht gibt. Auf jeden Reisenden kamen irgendwie 2 Pakete oder so. Große Pakete. Und das hat das Ganze richtig verzögert. Wir hatten auch, glaube ich, Verspätung. Der Security-Check ging dann wieder einigermaßen schnell. Ja, dann gab es halt 8 Stunden sehr unspektakulären Flug, was aber ja auch gut ist, dass da nicht irgendwelche komischen Sachen passieren. Ja, und dann sind wir gelandet am Flughafen in Ho Chi Minh Stadt und da ging dann alles super schnell. Also Einreise war vielleicht eine Sache von mit Anstehen 10 Minuten. Gepäckband hat, glaube ich, nur 2-3 Minuten gedauert. Dann haben wir eine SIM-Karte gekauft innerhalb von 5 Minuten und genauso schnell ging es halt auch, ein Grab zu bestellen, das uns dann hier ins Hotel gebracht hat. Also das ging wirklich easy, schnell, unkompliziert und wir waren dann auch sehr, sehr froh, als wir auf unserem Zimmer waren, was übrigens auch sehr schön ist. Also wir haben wirklich ein sehr cutes Hotel. Ich glaube, es gibt nur 7 Zimmer oder so. Sind ja auch in so einer kleinen Nebenstraße, also nicht direkt an dieser fetten Hauptstraße, wo gehupt wird und wo viel Verkehr ist. Das gefällt mir soweit alles wirklich sehr, sehr gut. Das wollte ich nur noch mal dazu sagen. Jetzt geht's aber wirklich los. Unser erster Stopp ist jetzt hier in so einem Park. Das war jetzt auch gar nicht so weit. Man merkt direkt so, wie schön ruhig das hier auf einmal ist. Roller verboten. Roller sind hier verboten. Wir wurden auch gerade einfach direkt schon angequatscht auf der Straße von so einem Dude, der uns so eine Rollertour angeboten hat. War jetzt gar nicht so aufdringlich, wie man das an anderen Orten schon erlebt hat. Aber irgendwie haben wir da beide nicht so Bock drauf heute. Wir laufen schon wieder falsch. Wir müssen uns angewöhnen, rechts zu laufen. Aber der fährt auch auf der falschen Seite. Ja, also das ist echt wieder sehr ungewohnt. Hätte ich gar nicht gedacht mit der Straßenseite, wo man hier läuft. Ich laufe schon wieder links. Jetzt chillen wir hier mal kurz, trinken einen Schluck. Es ist echt ganz schön warm. Wir hätten aber beide gedacht, dass es krasser wird. Also dass uns das mehr zu schaffen macht, diese Hitze. Ja, okay. Ich habe jetzt gar nicht so viel Interessantes zu erzählen. Ich hör mal auf. Aber der erste Eindruck, finde ich, von der Stadt ist auf jeden Fall echt ganz cool. Also klar ist es irgendwie wieder voll dieses asiatische Flair mit 80 Millionen Rollern und Gehupe. Also sehr, sehr wuselig. Aber ich finde, irgendwie wirkt die Stadt trotzdem aufgeräumter und irgendwie auch ruhiger als jetzt zum Beispiel die Ecken, die wir von Bangkok gesehen haben. Oder ja, auch in Canggu oder Kuta oder so, also auf Bali. Wenn man das überhaupt vergleichen kann, ich weiß es ja gar nicht. Aber so. Und ich dachte eben noch, ich würde gar nicht so doll schwitzen hier, aber jetzt geht's doch langsam los. Es ist fucking warm. Okay, der Kokosnussmann hat es gerade geschafft, uns 2 Kokosnüsse zu verkaufen. Beziehungsweise, ja, das ist halt wieder so typisch, ne? Er hat mit uns gesprochen,
Dann hat er die aufgemacht, Ohren reingesteckt und einmal in die Hand gedrückt. Und wir haben noch gesagt, so, wir können die gar nicht, also wir haben kein Kleingeld. Und dann meinte er aber, ja, kein Problem, er könnte ja wechseln. Ja, somit waren diese Kokosnüsse jetzt leider nicht so billig. Er muss, glaube ich, nicht mehr arbeiten heute. Ja, und wir ärgern uns dann immer so ein bisschen, wie wir auch, also wir wissen es ja. Man hat es schon so oft irgendwie gehört, gelesen, man weiß es. Aber wenn man dann in der Situation ist, ist man irgendwie zu höflich. Ich meine, wir hatten ja... Das war sehr lecker. Ja, voll. Und du kannst dich auch 10-mal bescheißen lassen am Tag und es ist immer noch günstig. Ja, das stimmt schon, aber es ist halt so, man kauft das, was man eigentlich nicht kaufen wollte. Und man ist dann zu höflich, um zu sagen, ich wollte das gar nicht. Ich wollte das nie kaufen, ich behalte es. Ja. Wenn es schon offen ist und Strohhalm drin steckt. Naja, das ist einfach, ich glaube, das Ding in diesen asiatischen Ländern. Das ist das Ding mit den Touristen, die wissen ganz genau, dass die hoch sind. Und die machen das ja auch wirklich sehr geschickt, muss man sagen. Das haben sie halt wirklich drauf. Obwohl es nicht ganz richtig ist. Hier grün haben an der Ampel heißt auch nicht wirklich, dass alle anderen stehen bleiben und du einfach laufen kannst. Das ist, glaube ich, eher so eine Empfehlung oder sowas. Es gibt hier in der Stadt ein Notre Dame. Sieht das genauso aus wie das? Nein, also Notre Dame? Das hat halt diese beiden Türme, ne? Aber sonst die ganzen Backsteine ist ja schon anders aus. Okay, da sind wir jetzt gerade, aber das wird aktuell umgebaut, deswegen werden wir wahrscheinlich nicht viel davon sehen können. Wir haben gerade einen Kaffee getrunken, also einen Eiskaffee, also einen Kaffee mit Eiswürfeln in einem klimatisierten Kaffee. Der war so lecker und so gut, hat uns richtig nach vorne gebracht wieder. Jetzt sind wir bereit, wieder so lange zu laufen, bis wir wieder komplett fertig sind und schwitzen. Pudding, ne? Ja.
Also hier eine Straße zu überqueren ist wirklich gemeingefährlich. Es ist nicht nur schwierig, es ist einfach nur arschgefährlich. Also ich weiß nicht, wahrscheinlich würden die bremsen, aber es macht halt nicht den Anschein. Hier ist es halt echt so, du läufst über einen Zebrastreifen, auch wenn du grün hast, wenn es mal eine Ampel gibt. Und du wirst trotzdem angehupt, weil die Leute mit dieser Hupe einfach nur signalisieren, ich fahr trotzdem. Mittlerweile ist Abend geworden. Wir hatten heute echt einen coolen Sightseeing-Tag hier in der Stadt, auch wenn es saumäßig heiß war. Es war wirklich super heiß. Jetzt gehen wir nochmal raus. Mittlerweile ist es dunkel, es wird immer noch warm sein, aber nicht mehr so, dass die Sonne einen so krass wegburnt. Jetzt gehen wir eine vietnamesische Pho essen. Pho. Also wir haben mal einen Beitrag gesehen im Fernsehen, da ging es um Pho. Und da haben zwei Vietnamesen sowas gekocht, das ist so eine Nudelsuppe. Jedenfalls haben die dann in dem Beitrag gesagt, also da wurde gefragt, wie man das richtig ausspricht. Und die haben gesagt, so als würde man, also man hebt die Stimme am Ende des Wortes, als würde man eine Frage stellen. Also Pho, aber nicht so doll, nur so ein bisschen. Pho, Pho. Ja, ist ja auch egal. Jedenfalls gehen wir das jetzt essen und ich bin schon ganz gespannt, wie das schmeckt. Und das hier schmeckt auch einfach noch. Das ist neu. Ah, ne, das ist nicht so. Ach so. Hau wir gleich rein. Ups. Okay, das Ding ist, abends, also wenn es dunkel ist, ist einfach noch mal mehr los als tagsüber. Es ist so krass. Ich habe keine Ahnung, ob man sich jemals daran gewöhnt, hier unterwegs zu sein, zu Fuß, mit Roller oder irgendwie. Ich habe die ganze Zeit das Gefühl, ich werde gleich von hinten von einem Roller erfasst. Und das war's dann. Das ist echt krass. Neue Strategie, um hier über die Straßen zu kommen. Wir haben uns gerade einfach bei so einem Local an die Fersen geheftet und sind quasi mit ihm gemeinsam, hätte nur noch gefühlt, dass er unsere Hand gehalten hätte, über die Straße gegangen. Ich habe mich selten so unsicher gefühlt. Okay, schade. Wir waren jetzt gerade in einem Restaurant, wo wir jetzt auch unter Riskierung unseres Lebens hingelaufen sind, um eine Nudelsuppe zu essen. Angeblich soll es da vegetarische Gerichte geben. Jetzt haben wir eben die Karte geguckt und gefragt, weil ich auf Anhieb nichts gesehen habe. Und die Frage wurde mit einem schlichten No beantwortet. Es gibt keine einzigen vegetarischen Gerichte in dem Laden, was natürlich jetzt sehr scheiße ist, weil wir uns jetzt was anderes suchen müssen. Und wahrscheinlich nochmal in eine komplett andere Richtung laufen müssen. Das ist blöd. Okay, wir sitzen jetzt im Auto. Das war krass da draußen. Alter. Okay, das war eine kurze Autofahrt, aber auf jeden Fall sehr effektiv und angenehm, weil wir ihn haben den Scheiß machen lassen. Und uns nicht selber mit dem Verkehr rumschlagen mussten. So, jetzt gibt's Abendessen. Ich würde sagen, die Stimmung ist auf dem Höhepunkt. Der Fahrer hat uns zu einer falschen Adresse gebracht, beziehungsweise vielleicht haben wir auch die falsche Adresse ins Grab eingetippt, weil wir stehen jetzt hier vor dem Restaurant, von dem es wohl zwei gibt. Und dieses hier hat seit 18 Uhr zu. Wir wollten eigentlich zu einem anderen. Und er hat uns auch einfach hier rausgelassen, obwohl es zu war und noch auf den Laden gezeigt. So, hier, da ist es. Ja, jetzt gucken wir, wie weit das andere weg ist. Es ist wirklich absoluter Abfuck hier heute Abend. Ich hab Hunger.
Okay, nach sehr langem Gesuche, oh Gott, glänze wie Sau. Nach sehr langem Gesuche haben wir jetzt unsere Nudelsuppe gegessen. Die war sogar vegan und sehr, sehr lecker. Oh mein Gott, aber ich bin jetzt auch sehr satt und mir ist sehr warm. Und jetzt werden wir wieder zurück zum Hotel fahren. Wahrscheinlich wieder mit dem Auto, weil wir eine halbe Stunde laufen müssten. Oh, da haben wir jetzt keinen Bock drauf.